Als Tassilo bei sinkendem Abend den Wetterbach erreicht hatte, blieb er vor der öden Klause stehen. Auf der Marmortafel über der Tür war in der Dämmerung die halb verwitterte Inschrift kaum mehr zu erkennen. Hier wohnt das Glück. Er stand vor dem Marterl seiner Mutter. Vom Ufer klang die rufende Stimme des Jägers, der ein Schiff gefunden hatte. Es war das Boot des Fischers und man musste auf engem Platz zwischen triefenden Netzen sitzen. Tassilo ließ sich quer über den See hinüberbringen zu Annas Villa. Als die Steintreppe erreicht war, drückte Tassilo die Hand des Jägers. »Auf dem Heimweg komme ich zu Ihnen. Grüßen Sie mir einstweilen Ihre Mutter.« »Vergötz Gott, Herr Graf«, stammelte Franzl mit einer Hast, als wäre ihm ein stiller Wunsch erfüllt worden. Tassilo sprang über die Stufen hinauf, von der Villa klang eine Mädchenstimme. »Wer kommt?« »Ich bin es, Anna!« Nach kurzer Fahrt landete das Boot vor dem Seehof. Franzl, in der Eile, schien den Weg zu verfehlen. Statt den Fußpfad zur Linken einzuschlagen, der zu seinem Haus führte, rannte er nach rechts, der Straße zu. Je näher er dem Haus des Bruckners kam, gewahrte er das Mädel, das bei einer Holzbeuge stand. Franzls Stimme klang gepresst und heiser. »Guten Abend, Mali!« Da fielen die Holzscheite prasselnd zu Boden und Mali mit weißem Gesicht rannte zur Haustür. »Aber Mali, was hast denn? Ich bin's ja, der Franzl!« Mali schien nicht zu hören, nicht zu sehen. Noch ehe sie das Haus erreichte, streckte sie schon die Hand nach der Tür. Auf der Schwelle zögerte sie und drehte halb das Gesicht. Dann verschwand sie im finsteren Flur, hinter ihr fiel die Haustür zu und drinnen klirrte der eiserne Riegel. Franzl griff sich wie betäubt an den Kopf und guckte in der Dämmerung umher, als hätte er das rechte Haus verfehlt. »Heilige Mutter, was ist denn das?« Er sprang in den Hof, warf den Bergstock auf die Bank und fasste die Türklinke. »Mali, Mali!« Immer rüttelte er an der versperrten Tür. »Ich bitte dich um Gottes Willen, was hast denn?« Im Hause blieb alles still. »Mali, so mach doch auf! Ich bin's ja, der Franzl!« Dem Jäger wurde der Verstand wirbelig. Auch fallende Tropfen meinte er zu spüren und streckte mechanisch die Hand aus. Er ging und ging. Als er einmal aufblickte, sah er, dass er vor dem Parktor von Hubertus stand. »Wo bin ich denn hingelaufen?« Er kehrte um. In Strömen rauschte der Regen über die Ulmenkronen. Auf den Kieswegen des Parkes gurgelten die wachsenden Bäche und sinkendes Dunkel verhüllte das endlose Gießen und Triefen. Es ging auf Mitternacht, als Tassilo von seinem Besuch bei der Horneckerin heimkehrte, in einen Lodenmantel gehüllt, den ihm Franzl geliehen hatte. Er klopfte an ein Fenster. Fritz öffnete ihm die Tür mit erhobener Kerze, verwundert und erschrocken. »Herr Graf, so spät?« »Und ganz allein? In einer solchen Nacht? Ist denn etwas passiert?« »Nein«, erwiderte Tassilo ruhig, »ich komme nur heim, weil ich morgen nach München muss. Sehen Sie zu, dass ich noch eine Tasse Tee bekomme. Dann müssen Sie mir packen helfen. Den Wagen für morgen habe ich schon bestellt.« »Einen Fremden?« fragte der Diener verblüfft. »Ich will Papas Pferde nicht bemühen bei solchem Wetter.« Ein bitteres Lächeln. Er nahm den triefenden Mantel von den Schultern. »Meine Schwester schläft schon.« »Jawohl, Herr Graf, aber denken Sie nur, was heute geschehen ist.« Und Fritz erzählte, was sich am Vormittag in der Ulmenallee ereignet hatte. Als Tassilo von der Verwundung der Klesberg vernahm, nickte er. »Die Adler meines Vaters greifen scharf.« Fritz berichtete, dass Fräulein von Klesberg schon am Abend fieberfrei und ohne Schmerzen gewesen wäre, nur noch ein wenig schreckhaft und verstört. Aber unsere liebe Comtesse, die glücklicherweise durch das couragierte Zugreifen des Malers allem Unheil entronnen wäre, hätte sich die Sache schwer zu Herzen genommen und wäre den ganzen Tag mit blassem Gesicht und verweinten Augen umhergegangen. Tassilo schritt zur Treppe und sagte flüsternd, »Machen Sie keinen Lärm, damit die Damen in ihrer Ruhe nicht gestört werden.« In seinem Zimmer setzte er sich an den Schreibtisch.
Es waren nur wenige Zeilen, die er an Robert richtete, um dem Bruder seine bevorstehende Vermählung mit Anna Herweg anzuzeigen. Der Brief an Willi wuchs zu 8 eng beschriebenen Seiten an. An Vorbeck schrieb er: »Lieber Freund, es ist mir leid, dass ich Hubertus verlassen soll, ohne Ihnen die Hand zu drücken, ohne mich am Fortschritt Ihres Bildes zu erfreuen. Mit Ihrem Werk hoffe ich, im Glaspalast ein erfreuliches Wiedersehen zu feiern. Was uns beide betrifft, so können Sie selbst unsere Trennung zu einer kurzen machen, wenn Sie mir die Bitte erfüllen wollen, meiner am 2. September stattfindenden Trauung als mein Zeuge beizuwohnen. Sie waren der Erste, dem ich mich anvertraute. Seien Sie nun auch der Erste, der mir an der Schwelle meines neuen Lebens die Hand zum Glückwunsch reicht. Eine fröhliche Hochzeit kann ich Ihnen nicht versprechen. Mein Vater und meine Geschwister werden fehlen. Es ist mir nicht gelungen, diesen Schatten von meinem Glückstag abzuwehren. Was ich gefürchtet habe, ist eingetroffen. Schlimmer, als ich es mir vorstellte. Ihre schützende Hand hat heute meine Schwester vor dem Griff des Adlers bewahrt. Ich habe da droben seine Klaue gespürt. Die Wunde ist tief gegangen. Und der Adler, der heute ausflog, wird nicht der letzte sein. Der Käfig unter den Ulmen steht noch lange nicht leer.« Tassilo legte die Feder fort. So saß er lange. Dann schloss er den Brief und löschte die Lampe. Als Fritz gegen 8 Uhr morgens das Frühstück brachte, fand er Tassilo schon angekleidet und zur Reise fertig. »Schläft meine Schwester noch?« »Nein, Herr Graf, die Comtesse und Fräulein von Glesberg haben soeben um den Tee geklingelt.« Fritz hatte noch nicht ausgesprochen, als Kitty auf der Schwelle erschien. »Tass«, stammelte sie, während der Diener das Zimmer verließ. Tassilo brauchte nicht zu sprechen. Kitty sah die gepackten Koffer, die kuvertierten Briefe auf dem Schreibtisch und las in den Augen des Bruders, was seine unerwartete Heimkehr von der Jagdhütte und die plötzliche Abreise bedeuteten. Mit ersticktem Schrei umklammerte sie seinen Hals. Er führte sie zum Sofa und suchte sie zu beruhigen. Während er erzählte, was er erzählen durfte, und sie mit kommenden Zeiten zu trösten suchte, brach immer wieder der fassungslose Schmerz aus ihr hervor, bald in wirren Worten, bald mit strömendem Schluchzen. Dann sprang sie auf. »Komm, Tass, wir wollen zu Anna. Ich muss sie sehen. Ich muss zu ihr.« Er sagte ihr, dass auch Anna Herweg mit Mutter und Schwester noch an diesem Morgen die Reise nach München antrete. »Und ich soll euch nie wieder sehen. Dich nicht. Und Anna nicht. Nein, Tass, das kann und darf Papa von mir nicht verlangen. Ich halte zu dir, Tass. Da kann geschehen, was will. Wie schön das sein wird, euer Glück zu sehen. Immer nur euer Glück.« Es klopfte an der Tür. Und Kitty, wie aus tiefem Traum erwachend, trat zum Fenster, um ihr verweintes Gesicht zu verbergen. Fritz und der Stallbursch kamen, um die Koffer zu holen. Tassilo ging zum Schreibtisch. »Diesen Brief an Robert soll Moser mit hinaufnehmen zur Jagdhütte. Den anderen, an Herrn Vorbeck, bitte ich im Lauf des Vormittags zu besorgen.« Kitty machte eine jähe Bewegung, und kaum hatten die beiden Diener das Zimmer verlassen, flog sie auf Tassilo zu. »Du hast an Herrn Vorbeck geschrieben? Warum?« »Um mich von ihm zu verabschieden. Auch habe ich ihn gebeten, meiner Trauung als Zeuge beizuwohnen.« »Er? Bei deiner Trauung? Und ich soll fehlen, deine Schwester?« In Schluchzen erstickten ihre Worte. Tassilo zog sie an seine Brust, und da brach es aus ihr heraus. »Ach das, ich bin namenlos unglücklich!« Zitternd schmiegte sie sich in seine Arme, und in einem Sturz von Tränen löste sich ihre stürmische Erregung. Endlich richtete sie sich auf und streifte die Hände über das nasse Gesicht. »Eine Bitte noch, Tass. Annas Bild musst du mir lassen. Schließ nur den Koffer wieder auf. Es ist nicht eingepackt. Hier liegt es schon für dich.« Er öffnete am Schreibtisch eine Lade und reichte ihr das Bild, das sie mit Küssen bedeckte. »Und diesen Brief sollst du mir besorgen.« »Für Willi? Ich verstehe. Papa soll nicht wissen, dass du ihm geschrieben hast. Gib her.« »Und Willi ist für dich, nicht wahr?«
Wenn er noch schwanken sollte, bring ich ihn schon herum. Er ist ein leichtsinniges Huhn, aber ein guter Kerl.« Sie verwahrte den Brief. »Und nun kommt das. Du musst dich von Tante Gundi verabschieden. Wir wollen uns zusammennehmen, damit die Arme nicht merkt, was vorgeht. Die Erregung könnte ihr schaden. Oder weißt du noch nicht, was gestern?« Fritz hat mir alles erzählt. »Was sagst du, wie Tante Gundi sich benommen hat? Geradezu großartig!« Gundi Klesberg machte, als Tassilo und Kitty in ihr Zimmer kamen, einen Versuch, sich im Bette aufzurichten. Es gelang ihr nicht. Der dick verbundene Arm, der mit einer Doppelschlinge gefesselt war, lag schwer auf der blauen Seidendecke. Während Tassilo sich neben dem Bett auf einen Sessel niederließ, huschte Kitty in ihr Zimmer und stellte Annas Bild auf den Ehrenplatz. Mit abgöttischer Andacht hing ihr Blick an dem Bild und traumverloren flüsterte sie vor sich hin, wie glücklich er sein wird, wie glücklich. Als sie hörte, dass Tassilo sich erhob und von Tante Gundi Abschied nahm, geriet sie in Verwirrung und griff nach allerlei Dingen, bevor ihr klar wurde, dass sie einen Mantel umnehmen und die leichten Pantöffelchen mit festen Schuhen vertauschen wollte. Tassilo trat ein und zog hinter sich die Türe zu. Lange hielten sie sich umschlungen, wortlos. Endlich löste Tassilo die Arme der Schwester von seinem Hals. »Komm, gutes Kerlchen, lass uns vernünftig sein und bleibe hier. Es würde uns beiden schwer sein, vor den Leuten drunten ruhig zu erscheinen. Nein, Tass, nur in den Flur hinunter, ich werde die Zähne zusammenbeißen. So komm.« Wirklich, Kitty benahm sich wie eine Heldin. So ruhig, als gelte es nur eine Trennung von wenigen Tagen, schüttelte sie unter der Flurtüre die Hand des Bruders. »Glückliche Reise, Tass! Und auf Wiedersehen!« Doch als sich der Wagen schon in Gang setzte und Tassilo unter dem Lederdach herauswinkte, streckte sie die Arme nach ihm, rannte in den Regen hinaus und sprang in den Wagen. »Aber Kind! Ich bitte dich, Tass, nur bis zum Tor!« Der Wagen rollte unter den triefenden Ulmen durch die Allee. Da hörte sie auf der Straße das Rollen einer Kutsche. In Schreck und Erregung fuhr sie auf. »Tass, hörst du den Wagen nicht? Wenn es Anna wäre!« Tassilo sah in der Toröffnung die Köpfe zweier Schimmel auftauchen. »Ja, das ist ihr Wagen.« »Anna! Anna!« schrie Kitty wie von Sinnen, sprang aus dem Wagen und rannte durch alle Pfützen. Draußen hielt die Kutsche. Als der Schlag sich öffnete und Anna Herweg den Fuß auf das Trittbrett setzte, hing ihr Kitty schon am Hals und schluchzte unter Küssen. »Hab ihn lieb, Anna, hab ihn lieb. Mach ihn glücklich. Ich will dich vergöttern dafür.« »Ich bitte, kommt es, kommen Sie«, mahnte Fritz. Er wollte das Tor schließen. Von der Straße rief eine Stimme, »Auflassen!« Zwei Bauern brachten einen großen Handkarren gezogen, auf dem die beiden von Robert gestreckten Gamsböcke lagen, und der 16-Ender, dessen mächtiges Geweih zu beiden Seiten des Karrens weit herausragte über die mit Kot behangenen Räder.